Ja, hallo. Und leider habe ich ein bisschen schlechte Nachrichten. Es scheint diese Woche, Ende dieser Woche, wird kein Film von Preston Deutschland geben. Wir haben einfach ganz schlechte Bedienung gerade. Warte mal. Oh, ist der Kameramann. Ja. Sandro, wo bist du? Ja, nee. Kopfruten am Fluss wird das nicht sein. Ich war gerade am Fluss an der Leine bei mir. Es ist total alles unter Wasser. Nee, geht nicht. Ja. Und ich habe gerade schlechte Nachrichten von meiner Fluss. Ja. Ja, meine. Ja, Fiederauto ist auch gepackt. Aber ich schicke dir die Bilder von der Leine jetzt. Ja. Und um meinen Teich, wo wir immer Fische fangen. Da schicke ich dir auch die Bilder dazu, ja? Schicke ich jetzt. So, guck die an. Da wird kein Angel möglich heute. Ja. Ja. So, das wird auch nicht sein. Ja. Sorry, ich höre dich gerade nicht. Hey, es ist ein altes Schiff am Kanal bei mir. Warte mal. Am Kanal? Sandro, mach dich auf den Weg zu mir nach Hause. Ich habe eine Idee. Super. Ja, dann muss ich was zusammenpacken. Wir sehen uns gleich. Guten Morgen, Sandro. Und morgen, Zuschauer. Und ja, heute Morgen war das ein bisschen dargestellt. Ich sage nur ein bisschen, weil gestern Abend eigentlich wollten wir uns meiner Teich fahren, wo immer Fisch gefangen wird, mit unserer neuen Ignition Feeder Chair Combo. Aber haben wir eine Nachricht bekommen gestern Abend, dass alles unter Wasser ist, mit dem Auto nicht befahrbar. Dann wollten wir an der Leine gehen, mein Fluss gleich um die Ecke gehen. Aber der läuft auch rüber, da kommen wir nirgendwo hin. So, ich dachte wirklich, mittellang. Kanal. Da wohne ich 40 Meter Luftlinie von. Ich muss gestern Abend überlegen, wann hast du letztes Mal hier geangelt? Es ist bestimmt 4 Jahre her. Der Mittellandkanal ist für mich so ein schlechter Eher. Wir haben in der Vergangenheit, für 20 Jahre war ich hier, haben wir traumhafte Stunden gehabt. Aber das sind auch Tage, wo du einfach nichts fangst. Übrigens, der Mittellandkanal geht vom Dortmund-Ems-Kanal, hat Verbindung mit dem Dortmund-Ems-Kanal und läuft 325 Kilometer im Westen an den Havel-Kanal, wo es auch Verbindung hat. Wir machen volle Risiko heute. Ob wir Fische fangen, weiß ich nicht. Aber gehen wir gucken. Unterwegs halten wir an, zeige ich euch ein paar schöne Sachen hier am Kanal und wir sehen uns gleich. Sandro, pack zusammen, los geht's. Nein, 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 Sandro, komm. Deine Kamera ist schwer genug, komm. Okay, kurze Pause. Aber übrigens, hier, das wäre dein Parkplatz gewesen. Was wir seht hinter uns, das ist die alte Kanal, läuft links und das sind zwei Brücken. Und eine geht über die Flut, ist eine Flutbrücke und die zweite Brücke geht über die Leine, der Fluss. Und hinter mir siehst du gleich alles unter Wasser hier. Aber am Kanal haben wir nie Probleme mit Hochwasser, das ist alles reguliert. Ja, hinter mir hast du gesehen, denn weil der Schiffverkehr hier im Kanal immer mehr und mehr und schwerer, die Brücken halten das nicht aus. Die haben den Rex auf die andere Seite erstmal 2 neue Brücken gebaut mit Tiefe von 4 Meter und so. Das ist vor 25 Jahren passiert. Dann haben die Strecke ausgebaut, dass die Wasser und die Schiffe fahren jetzt über die neue Brücken. Wir werden in der stillgelegten Strecke, und ich schätze, das ist ungefähr 800 Meter lang, und dann bindet es sich nochmal mit dem Kanal. In dieser stillgelegten Strecke, so mittendrin, wenn wir angeln. Puh, genug erzählt, Pause habe ich jetzt gehabt, geht's weiter. Boah, endlich mal angekommen. Das Video ist schon 6-7 Minuten lang wahrscheinlich jetzt schon und ich habe nur gelabert. Der Hauptgrund, warum wir dieses Video machen, habe ich noch nicht mal erzählt. Ja, ich habe den Chef angerufen, ich sage, hier Chef, unser neuer Ignition Feeder Chair Combo, können wir da ein Giveaway, eine Spiele machen, dass jemand das gewinnt? Er sagt, Jason, du machst das so oder so, dann mach mal. So,
Leute, diese Video angucken und am Ende sage ich dir, wie kann man unser neuer Ignition Feeder Chair Combo gewinnen kann. Was da auch, ist nicht nur ein Stuhl, was da alles zugehört, siehst du jetzt. Ich baue jetzt auf und versuchen wir ein paar Fische gemeinsam mit euch zu fangen und am Ende machen wir den Giveaway, ne? So. Ich freue mich so über eine Feeder Chair Angelei. Das ist so gemütlich. Und wer mich kennt, kennt mich. Ich bin mit dem Feederstuhl oft unterwegs. Richtig ist, diese neue Ignition. Der neue Ignition Feederstuhl ist, dass die Beine alle richtig einstellbar sind. Da ist nichts Schlimmes. Da gibt es manche Feederstühle auf dem Markt, gerade die billigen Dinger. Wenn du an so eine Ufer aufbauen, die haben fixierte Hinterbeine oder sogar vorne Beine. Und dann kannst du nur teleskopisch machen. Und dann sitzt du da, die einstellende minimal Tiefe, wo man einstellen kann, sitzt man da und die Füße wackeln in der Luft. Ne? Die ist völlig, da kann ich aufbauen, genau zu meiner Körpergröße. Das ist der Beste an diesen Feeder Chairs. Völlig 30 mm Beine. Das siehst du nachher mit den ganzen Anbauteilen, was wir da drauf machen. Sitzkeeper sind nicht für jeder. Ne? Wie viel Prozent von den Anglern in Deutschland haben einen Sitzkeep? Ich würde sagen, von den Anglern 1, vielleicht 2% die Angler in Deutschland. Die meisten siehst du auf einen alten Campingstuhl oder sowas. So, das ist für mich, für die meisten Angler jetzt eine Fortschritt, sagt man, ne? Dass man gemütlich sitzen kann, aber wie ein Profi. Oh. Muss man angeln heute? Können hier sitzen und ein Buch lesen oder sowas. Aber wie gesagt, jetzt ist das wackelt gar nichts. Alle Beine sind ausgestellt. Ich kann sitzen bequem hier und ich mache mir 2 Minuten Pause, bevor es weitergeht. Ne? So, mein Stuhl, eine Tasche, der TacoSafe XL und meine Routentasche. Alles, was ich brauche heute, hoffentlich. Ja, was ich alles mit habe, Kescherkopf, dann habe ich unsere IVA. Tasche. 2 Gründe. Erstmal mein ganzer Kleinkram hier ist Portemonnaie und Telefon, sehe ich gerade. Nachrichten von Frau. Naja. Falls es regnet, ne, ich will das, doch, ich habe alles, dass wir wasserfest trotzdem sind bei leichter Gepäck. Da ist alles mein Kleinkram. Unser Futter, frisch angemischt für heute Morgen. Maden, ein paar Töpfe vernehmbar. So, zu diesem Feederstuhl gehören ein paar Anbauteile, deswegen heißt es Combo. Die gehören zu dem Feederstuhl, sage ich dir, wie das geht. Nicht nur das, wir haben der Telescopic Federarm dazu. Ja, was ich noch alles dazu habe, eine Regenhose, Regenjacke habe ich schon an. Bist du legal? Ich bin legal. Ich habe mein Angelpapier alles mit. Hoffe ich, Maßband, Stift, alles, was man in Deutschland braucht, zum Angeln zu gehen, weißt du? Ja. Und ein Handtuch. Und das war's. Alles, was ich dabei habe. Habe ich alles dabei? Würden wir gleich sehen. Bis gleich. Was man gehört zu dem Combo Set. Side Tray, Federarm Extension, oben die Rodrest, hier die kleine Halterung und der Stuhl. Und übrigens, was ich vergessen habe, der Chef hat gesagt, Jason, für den Giveaway kriegst du keine neuen Sachen. Es muss das sein. So, wenn es ein bisschen schmutzig ankommt bei dem Gewinner, tut mir leid, aber ich mache keinen Tackel sauber. Ne? Der neue Ignition Feeder Chair. Die Haken hängt im Schuh. Meine Vorfachlangen sind nicht auf der richtigen Länge. Und der Kameramann sagt, ich soll was sagen. Nein. Ja, ich benutze gleich, habt ihr gesehen, fertige Montagen für heute. 1 Meter lang. Natürlich brauche ich nicht 1 Meter lang. So habe ich denn. Ich mache hier immer wunderbar 2 Messbecken. So, ich denke, das ist um die 30 cm. Habe ich noch eine Schlaufe gemacht, um zu verkürzen. Auch nicht schlecht, meine Taco-Box hier.
als zweite Ablage, als Matschangler. Weißt du, so viele Ablagen kann man nicht haben. So, das packen wir im Müll. 16er Haken, 70er Vorfach. Und die mache ich jetzt an meine Montage. Ihr habt mir auch gerade erwischt, ich war am Anfuttern, habe ich keine Haken noch nicht dran. Ich habe eine freilaufende Montage heute mit einem, oh, weg ist der, mit einem Seitenarm. Ich habe zwei Routen mit heute, mit zwei verschiedenen Montagen, die andere zeige ich nachher. Ich war schon lange nicht mehr hier und ich weiß nicht wirklich, gut läuft. Ich will verschiedene Methoden heute probieren. Ihr seid nicht hier, was lernen. Ihr wollt nur was gewinnen, ne? Das weiß ich. Aber ich erzähle trotzdem. Freilaufende Montage ist einfach eine Pärchen hier mit ein bisschen geflochtener Schnur. Da hängt meine Korb dran. Heute habe ich so einen halb geschlossenen Korb dran in 30 Gramm. 30 Gramm. Ich würde gerne hier mit leichter Korbe angeln. Aber hier ist, weil es Verbindung hat mit dem Mittellandkanal selber, da ist manchmal richtig Strömung. Wenn das Schiffe kommen, da ist Strömung. 30 Gramm, irgendwann rollt der auch. Aber das, da nehme ich dann die Gelegenheit, um neue Futter reinzumachen. Und hier am Ende habe ich da, was ist das, 10, 12 Zentimeter. Wie hat das? Gezwirbelt. Stück mit einem Schlauch am Ende. Und da kommt meine Vorfach, wenn ich die finde. Da kommt mein Vorfach, einfach Schlaufe im Schlaufe. Damit fangen wir an, ne? Wow! Erster Biss. Was haben wir da? Brauchen wir den Kescher? Oh ne, oh ja. Ein Rotauger. Schön. So früh und schon ein Rotauge. Ja, nicht schlecht für mich, der Kanal. Wie lange angeln wir? 15 Minuten. Schon die erste. Hatte ich schon ein paar kleine Bisse, Hacke. Habe ich geahnt, Rotauge. Und jetzt, ja, die erste Rotauge. Oh, 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 oh. Ja, nächster Wurf beim Absenken. Haben die genommen. Dann kann das nur Rotaugen sein, sagt er, als ein Grunde rauskommt. Hey, oh, Okalai! Im Februar! Okalai im Februar! Geil! Das war mein letztes Video hier am Kanal, jetzt erinnere ich. Das war, die stehen unter Schutz, glaube ich. Okalai, ja genau, habe ich ein Video, einen Bericht hier gemacht. Das war das letzte Mal, war ich hier für, das muss 6 Jahre her sein. Das war dann, wie man an der Ukulele vorbei angelt. Jetzt habe ich die ganzen Tipps und Tricks von damals vergessen. Naja, Ukulele im Februar, geil. Die Kamera. Das ist was ich sage über diese Liebe und Hass am Kanal. Du hast einen Hass meistens, aber ab und zu kommt ein kleines Stück Liebe durch. Oh, eine Brasse! Eine Brasse! Come on, Baby. Oh, yes. Komm zu Papa. Hey! In der Pfanne. Oh, so pass auf die Steine, Junge. Oh, ja, hier ist denn ungewöhnlich in einer Stuhl zu angeln. Und da haben wir gehofft, ne? Launisch, aber manchmal eine gute Laune. Oh, guck mal das für ein Biest an. Oh, I have a bream. Mittellang bream. So, das war's mit meinen kleinen Session hier am Kanal. Ich weiß nicht, ob ich in der nächsten Zeit wiederkomme. Der Brasse war schön und ein paar kleine Rotaugen hat doch Spaß gemacht. Gerade in meinem kleinen Chair hier. Oh, aber wie gesagt, jetzt kommen wir zu Giveaway. Falls du diesen Stuhl gewinnt in der Giveaway, ne,
ich bin nicht der Saubste vom Angler. Ein paar Flecken sind draufgekommen. Giveaway, was machen wir jetzt? Ah ja, am Anfang der Video habe ich erwähnt, glaube ich, den Mittellandkanal, die längste künstliche Wasserstraße in Deutschland. Ihr müsst nur in den Kommentaren bei YouTube. YouTube ist richtig, da kann man den Zufallsgenerator, ein faires System, den Gewinner aussortieren. Und die Frage ist, wie lang ist der Mittellandkanal? Habe ich erwähnt, am Anfang habe ich die Information von Wikipedia. So, die Antwort wird genommen. Und wie gesagt, kann er nicht nur diesen Stuhl, aber der Zubehör, was dazugehört. Und was ich vergesse, in dem Video zu erwähnen, unser ganzes Off-Box-System passen auch auf den Stuhl. Wenn du brauchst einen großen Tisch, ein Ringschirmhalterung. Ach, wir haben so viele Sachen in System. Passt alles zu dieser Stühle. Viel Glück, kommentieren, abonnieren, liken, mach alles. Alles, was geht, um eure Chance, um diesen Stuhl zu gewinnen, der Kombi-Stuhl. Und wir sehen uns nächstes Mal im Gewässer. Und müssen wir gucken, was für Giveaways machen wir nächstes Mal. Alles klar, mach's gut, vielen Dank und adios!